So, da haben wir jetzt schon den wunderschönen Hintergrundbereich der WSOB. Da ist mal die Poker Kitchen gestanden, für die, die sich erinnern können. Parkplatz da hinten sind die Dealer und da haben wir Marco Lisi. Lisi oder Lisi? Lisi. Lisi. Marco, was spielst du denn gerade? Ich sitze gerade im 1500er Shootout. Wie läuft's? Noch nicht viel getan. Zweites Level, hab noch meinen Starting Stack. Alles ziemlich ruhig am Anfang, ziemlich tight. Wie ist dein Tisch? Ich habe einen ziemlich tighten Tisch. Den Rest von mir habe ich Galen Hall, der gerade PCA gewonnen hat, der ziemlich aktiv ist. Allerdings der einzige Samtisch, der mittlerweile ziemlich short ist. Und auch jetzt ruhiger wieder durch. Also generell ziemlich tight. Die nächsten 2-3 Stunden wird es dann interessant bei Level. 50, 100, 200, 200. Shootout braucht man sich nur den Tisch gewinnen, dann ist man schon im Geld fast, oder? Ja, nur den Tisch gewinnen. Ja. Einfach, oder? Ja. Muss man mal machen. Wen hast du alles am Tisch? Galen Hall kenne ich, dann habe ich so einen französischen gesponserten Spieler, den ich nicht kenne. Dann 2 junge Online-Spieler, die ich so vom Namen her kenne, von der Online. Ansonsten, ja, 2-3 Donkeys, die aber ziemlich tight spielen. Ist tight vernünftig beim Shootout? Ja, also ich würde sagen, so am Anfang sollst du halt ziemlich solide spielen, ziemlich tight. Und Shootouts entscheidet sich halt immer so am Ende. Mhm. Wie ist es dir in den letzten Tagen gegangen? Was hast du gemacht? Ich bin ziemlich faul, viel gechillt im Haus. Habe erst ein Event gespielt, obwohl ich schon 6 Tage hier bin. Ja, habe jetzt vor, die nächsten Tage etwas mehr zu spielen. Und wie viele Events hast du vorgenommen? Ich werde so um die 15, 16 Events spielen, denke ich. Je nachdem. Okay. Nicht so viel wie letztes Jahr. Was macht man den ganzen Tag so? Nur im Haus herumhängen? Ja, wir haben halt ein geiles Haus. Wir haben halt Billardtische, Tischtennisplatte, Basketballfeld, einen geilen Pool und da hast du halt immer was zu tun. Mixed Games spielen wir halt gerne im Haus, so 1-1 Blinds, Mixed Games. Mit wem bist du im Haus? Thorsten Schuler, falls du das was sagt. Dann so einen amerikanischen Kumpel, Jacob Shelton. Und jetzt kommt Matze und Julian und Milan, die kommen jetzt in 2 Tagen an. Das klingt lustig, oder? Das ist ein ziemlich lustiges Haus. Okay. Ich danke dir und wir quatschen dann ein paar später weiter. Super. Danke dir.